Cadillac hat es mal wieder getan, Freunde. Man nehme einfach eine unschuldige CT5 Luxuslimousine und ballert dann 6,2 Liter V8 Kompressor rein. Mit 677 PS und das Ganze nur auf die Hinterachse. Na, hör mal, Cadillac. Behave. Und das Ganze nennt sich Cadillac CT5V Blackwing. Also der Top von der CT5-Reihe. Und ganz ehrlich, Freunde, ich wollte mit euch über das Thema reden, weil das Auto ist für mich schon extrem unfassbar. Also, dass Cadillac sowas überhaupt nochmal machen würde, Hut ab. Ich will euch mal ganz kurz mal die Zahlen so langsam beibringen. Haltet euch gut fest, egal ob ihr jetzt auf dem Sofa sitzt oder irgendwie an der Bushaltestelle steht. Nicht, dass ihr jetzt beim Zuschauen auf die Omi, die neben euch sitzt, fallt. Aber ohne Witz, festhalten, ne? 6,2 Liter V8 Kompressor, 677 PS, 893 Newtonmeter Drehmoment. Wisst ihr, wo wir da angekommen sind, ne? Ich meine, ein M5 CS hat weniger Leistung, weniger Drehmoment. Ein E63 S-AMG hat weniger Leistung, weniger Drehmoment. Ein RS7 hat weniger Leistung, weniger Drehmoment. Brutal, oder? Die sind komplett geisteskrank, die von Cadillac. Der Motor an sich ist ein guter alter Bekannter, ne? Das ist der LT4-Motor, den wir schon aus dem CTS-V, also aus dem Vorgänger, kennen. Plus auch natürlich der Camaro ZL1 und die Vorgängergeneration Corvette Z06. Ich habe das Gefühl, den hatten sie noch irgendwo da rumliegen, ne, im Regal, und haben gesagt, komm, den hauen wir jetzt noch raus. Den müssen wir irgendwo noch reinpflanzen, weil wir haben noch so viele Motoren, weg damit. Weil auch da leider Cadillac wandert Richtung Elektrifizierung. 2023 sollen die Autos da auch rein, weil sie immer mehr elektrisch werden. Sprich, diese ganzen dicken Blöcke, die müssen raus. Wir Puristen müssen leiden. Aber jetzt mit ein paar neuen Innereien, zum Beispiel der Kompressor, der wurde nochmal vergrößert. 1,7 Liter sind jetzt am Start. Alu-Zylinderköpfe, Titan-Einlassventile plus auch nochmal der Luftdurchsatz wurde ein bisschen verbessert. Ich glaube um 47% im Vergleich zum CTS-V. Also das ist brutal, muss ich euch sagen. Ne? Und die Zahlen, die dabei rauskommen, die lassen sich durchaus sehen. Und zwar 0 auf 100, 3,5 Sekunden mit dem 10-Gang-Automatikgetriebe. Ja, jetzt noch nicht vorbei. Wir gehen noch weiter. Und zwar 3,7 Sekunden auf 100, ja, aber mit dem 6-Gang-Tremec-Getriebe. Handschalter, Handschalter bei über 800 Newtonmeter Drehmoment. Sowas macht keiner. Wie geil ist das denn? Ist das abgefahren. Und zudem beim Handschalter gibt es so ein paar Gimmicks, die ganz lustig sind. Zum einen Rev-Match, cool, beim Runterschalten. Und dazu auch noch das No-Lift-Shift-System. Sprich, du kannst voll auf dem Pinsel bleiben und dein 6-Gang-Handschaltgetriebe durchschalten. Und du musst nicht die Kupplung durchdrücken. Das heißt, du kannst in einem Ruck durchziehen. Brutal. Launch Control gibt es natürlich auch dementsprechend. Und dann, wir sind immer noch nicht zu Ende. Ne? Also ganz ehrlich, ich würde gerne wissen, was die Jungs von Cadillac da genommen haben. Weil Top Speed, ne? 322 km/h. Und wenn du auf die Seite gehst von Cadillac, da steht da 322 km/h plus. Also theoretisch kannst du noch schneller fahren. Ja, guten Morgen, das ist so hammermäßig, ey. Also es ist mit Abstand der stärkste Cadillac, den es bis jetzt gegeben hat. Also ohne Witz, das finde ich schon sehr, sehr stark. Ich hoffe, ihr seid da draußen auch am Sabbeln, weil da können sich die Jungs, die jetzt einen M5 CS gekauft haben, sich ordentlich warm anziehen. Aber ohne Witz, sehr spektakuläres Auto. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, dass der Wagen irgendwann mal rüberkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt passieren wird, weil der CT5 noch gar nicht in Deutschland zu kaufen gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den CT5 wie Blackwing wahrscheinlich erst gar nicht geben wird. Vielleicht müssen wir dann darauf hoffen, dass Herr Geiger aus München ein paar rüberholt und dann können wir uns die Karre mal ansehen. Weil, ganz ehrlich, Kompressor-Sound, ich bin ja schon den CTS-V gefahren. Das war schon echt ein Hammerteil, das Gefühl, den zu bewegen, ne? Das Kompressorgeräusch.
dieses Anheulen die ganze Zeit ist schon super. Also für die Puristen unter euch mega geil. Trotzdem wird es ein kleines Aber geben. Ihr wisst bestimmt Bescheid, Kompressormotoren sind nicht die sparsamsten Motoren. Und der 6,2 Liter war nie wirklich sparsam. Also da können wir schon wieder rechnen, boah, das geht ordentlich aufs Kontor. Wenn wir da uns bei 15 Liter bewegen, sind wir schon gut dabei. Aber das ist eher so ein 18 und 22 Liter Bereich. Ich bin den CTS-V mal gefahren auf der Autobahn, ziemlich stramm, sagen wir es mal so. Und da habe ich in 25 Minuten, glaube über einen halben Tank weggeballert. Jo. Wir haben uns auch noch ganz kurz die Optik angucken. Und da muss ich euch sagen, mittlerweile gefallen mir die Cadillacs immer besser. Ne? So ein CTS erste Generation. Wisst ihr noch, wie der ausgesehen hat? Schrecklich. Katastrophe, also sowas konntest du nicht kaufen. Und jetzt die letzte Generation des CTS, die sah schon deutlich besser aus, auch im Innenraum, dazu kommen wir gleich noch, wurde das Ganze schon wirklich sehr, sehr modern und cool aussehen, wo ich mir dachte, boah, die haben ihre eigene Sprache und können aber trotzdem optisch durchaus mit den europäischen Autos mithalten. Und jetzt die neueste Generation seit 2019, der CT5, gefällt mir richtig geil. Also ohne Witz, wie die Leuchten vorne gezeichnet sind, Säbelzahntiger, LED-Band nach unten. Also ohne Witz, das ist so richtig pur Muscle-Car-Limousine, was mir echt sehr, sehr gut gefällt. Und dazu auch noch der Blackwing. Bei dem haben sie jetzt nicht ganz so übertrieben. Finde ich ganz gut. Man hat das so ein bisschen an der Statement, an der Cover gehalten. Klar, Seitenschweller, Stoßstange vorne, hinten wurden ein bisschen verändert, damit man auch ein bisschen erkennen kann, dass es sportlicher ist. Dazu auch noch fette, ja, brauchst du einfach bei der Leistung, fette Endrohre. Und wenn du dann lustig bist, kannst du dann noch, spaßeshalber, wenn du auf Carbon stehst, für 9.000 Euro noch mal ein paar Carbon-Teile dran ballern. 9.000 Euro, falsch, ist ein Dollar, tut mir leid, ist ein Dollar, ein bisschen günstiger. Und dann auch noch, wenn du wirklich Track-Performance par excellence haben willst, gibt es noch eine Carbon-Keramikbremse, ebenfalls für 9.000 Dollar. Yo. Sprich, du kannst eine Luxuslimousine, wo du vier Leute mitnehmen kannst, mit der du auch mal Langstrecke fahren kannst, mal so richtig zum Rennwagen umbauen. Ob man das jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Ob es geil ist? Definitiv. Der Innenraum sieht für mich auch ganz cool aus. Also auch da, du merkst hier und da die typischen Ami-Elemente, die Knöpfe und auch das Lenkrad. Aber ich frage mich da die ganze Zeit, ob der Wagen mithalten könnte mit der europäischen Konkurrenz. Ich gucke mir da nur zum Beispiel einen M5 an und da denke ich mal, bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht mithalten kann mit dem M5 qualitativ und von der Optik und von der Technik her. Wir werden uns wahrscheinlich so im Bereich C8 Corvette einordnen, so von der Haptik und von der Qualität her. Aber ist ja in Ordnung auch. Und zusätzlich haben wir auch ein paar schöne Spielereien, wie zum Beispiel das Lenkrad, ne, sportlich Design plus auch noch 12 Uhr Markierung. Überall so kleine Carbon-Applikationen, wie wir das schon vom CTS-V kennen. Und dazu auch noch diese abgefahrenen Schalensitze mit Carbon hinten. Kennen wir auch von der M GmbH, sieht spektakulär aus. Auch da, die kosten 6.000 Dollar, sportlich. Das Einzige, was mich da genervt hat, sind, dass die von den Nähten her und von den Farben ein bisschen zu verspielt sind. Es gibt irgendwie gefühlt 5 verschiedene Farben in einem Sitz, aber das ist natürlich auch nur Geschmackssache. Aber Freunde, dann runden wir das Ganze mal ab. Was kostet denn der Bock jetzt? Er geht los ab 85.000 Dollar, nicht Euro, Dollar. Sprich, wir sind mal da so in Euro umgerechnet zwischen 70.000 und 73.000 Euro. Das ist in Ordnung für so ein Teil. Dafür ist der Wagen aber echt sehr nackt. Sprich, du musst da schon ein paar Sachen dazu bestellen. Ich habe mich da so ein bisschen durchkonfiguriert und habe ihn mir so zusammengestellt, wie ich ihn jetzt persönlich fahren würde. Also jetzt ohne große Spielereien wie Panoramadach und hier nochmal zusätzlich irgendwie Innenraumzeug. Also so, dass es cool ist. Ich habe mir die Keramikbremse dazu geholt und natürlich die geilen Sitze. Die geile Farbe, dieses Electric Blue, was echt hammermäßig aussieht. Natürlich die Carbon-Applikationen. Boom. Da war ich bei 115.000 Dollar. Umgerechnet sind es knappe 99.000 Euro und ja, es ist viel Geld, ganz klar. Also da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber wenn du überlegst, wo ordnet sich der CT5 wie Blackwing denn ein? Da müssen wir so ein bisschen genauer ins Detail gehen, weil er ist so zwischen M3 Competition und M5 Competition und auch M5 CS. Das gleiche auch zwischen C63 AMG und E63 AMG. Also irgendwo dazwischen. Er hat halt bloß mehr Leistung und mehr Drehmoment. Jo. Es ist teuer, ja.
Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, du kriegst extrem viel Auto für relativ wenig Geld. Wenn du so einen M5 CS vollballerst, bist du bei 210.000 Euro. Kannst dir zwei davon kaufen und hast noch 10.000 Euro Spritgeld übrig. Jo. Gut, ob der jetzt halt hierher kommt nach Europa, werden wir sehen. Ich hoffe es. Ansonsten müssen wir, wie gesagt, zum Herrn Geiger gehen. Und gut, da kommen noch ein paar Euros oben drauf mit Überschiffung und der will auch noch ein paar Euros dran verdienen. Sprich, da werden wir so circa bei 110.000 Euro sein, gehe ich mal davon aus. Aber um das Ganze mal abzurunden, Freunde, ganz ehrlich, was ist denn das mal wieder für ein geiles Teil oder nicht? Ob man das braucht, sei mal dahingestellt. Aber dass Cadillac in der heutigen Zeit sowas macht, finde ich schon irgendwo sehr, sehr geil. Also so eine Luxuslimousine einfach daherzunehmen, 6,2 Liter V8 Kompressor reinzuballern, viel zu viel Leistung, viel zu viel Drehmoment, alles nur auf die Hinterachse und das mit einem Handschalter, jo, das ist ein Rezept für sehr geiles Fahrerlebnis. Aber damit würde ich sagen, Freunde, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was haltet ihr vom neuen CT5 wie Blackwing? Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das kleine News-Video hier gefallen. Falls ja, lasst unbedingt ein Like da und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns bald wieder für ein neues Video. Tschüssikowski.